Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich wieder zu einem Webinar hier aus der Asklepios Klinik Altona begrüßen. Mein Name ist Roman Fischbach, ich bin hier Leiter der Radiologie in der Klinik. Heute Abend freue ich mich sehr, mit Ihnen auf die Möglichkeiten der Computertomographie und der Magnetresonanztomographie in der Herzbildgebung einzugehen. Der Titel lässt vielleicht schon vermuten, dass ich Ihnen heute zeigen will, dass der Herzkatheter, wenn es um Herzerkrankungen oder Brustschmerzabklärung geht, nicht immer das einzige oder das erste diagnostische Mittel sein braucht oder muss. Da hat sich in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel getan, was eben die radiologische Schnittbildgebung betrifft. Und das möchte ich jetzt mit Ihnen in den nächsten Minuten gemeinsam beleuchten. Wenn wir über radiologische Schnittbildgebung sprechen, dann ist im Wesentlichen Computertomographie und Magnetresonanztomographie oder MR-Tomographie gemeint. Und wie Sie hier in der Abbildung sehen, haben wir bei beiden Geräten so kreisförmige, tunnelartige Geräte vor uns. Der Computertomograph ist hier auf der rechten Bildseite zu sehen. Das ist in der Regel ein etwas kompakteres, kleineres Gerät. Die MR-Tomographie ist wegen der großen eingebauten Magnete in der Regel etwas schmaler von dem Tunnel, wo der Patient dann untersucht wird. Und es ist etwas länglicher ausgeprägt. Ansonsten sehen die Geräte aber relativ ähnlich aus. Beide Verfahren sind in den 70er Jahren überhaupt erst entwickelt worden, also in der Medizin und auch in der Diagnostik noch recht neu. Und sie haben dann in den 80er Jahren Einzug in die klinische Routine nach und nach genommen. Und beide Verfahren, das ist vielleicht auch noch mal ganz nett zu wissen, sind schon für die Erfinder jeweils mit Medizinnobelpreisen letztlich geadelt worden. Häufig haben wir heutzutage die Frage, wann setze ich Computertomographie oder Magnetresonanztomographie ein? Bei der Computertomographie handelt es sich um ein Röntgenverfahren. Wir haben also die Röntgenstrahlung, was man immer beachten muss, wenn wir also empfindliche Organe zu untersuchen haben. Aber die Computertomographie ist in der Lage, von Kopf bis Fuß sehr detailliert Aufnahmen zu erstellen, und zwar in relativ kurzer Zeit. Sie eignet sich sehr gut, wie Sie hier an dem Bild erkennen können, für die Darstellung von Knochen oder auch von inneren Organen und mit Kontrastmittelgabe auch zur Darstellung der Gefäße, wie Sie hier zum Beispiel an der Körperschlagader und den Becken- und Beingefäßen sehen können. Bei der Magnetresonanztomographie ist die Bildgebung etwas komplizierter. Sie beruht auf magnetischen Resonanzeffekten im Körper. Wir haben keine Röntgenstrahlung, das ist ein großer Vorteil. Aber die Untersuchungsdauer ist in der Regel deutlich länger als bei der Computertomographie. Die MRT eignet sich sehr gut für die Darstellung von Hirn, Weichgeweben, inneren Organen, Gelenken. Knochen selber sind in der Regel nicht sehr ausgeprägt signalgebend, aber wenn wir Kontrastmittel spritzen, sieht man eben hier auch eine sehr, sehr gute Darstellung des kompletten Gefäßsystems. Grundsätzlich würden sich also beide Verfahren auch für die Darstellung der Herzkranzarterien oder des Herzens eignen. Trotzdem ist aus Sicht der Radiologie die Herzbildgebung eine Herausforderung. Wir haben ja ein Organ zur Abbildung, was sich ständig bewegt. Wir müssen da aber Bilder erzeugen, die ohne Bewegungsartefakte sind. Deswegen ist gerade bei der Computertomographie eine sehr hohe Zeitauflösung, also Belichtungszeiten im Millisekundenbereich erforderlich. Wir haben kleine, gewunden verlaufene Gefäße. Deswegen brauchen wir eine sehr hohe Ortsauflösung. Also letztlich müssen die einzelnen Bildpunkte auch im Submillimeterbereich aufgenommen werden können. Und das alles bei MRT wie bei CT möglichst so, dass die einzelnen Bilder, die wir aufnehmen, nicht länger dauern als ein bequemer Atemstillstand für den Patienten. Das hat in den letzten Jahren mit diesen Anforderungen dazu geführt, dass gerade die Herzbildgebung ein sehr, sehr wichtiger Treiber in der Forschung und Geräteentwicklung geworden ist. Und da sind wir heute eigentlich sehr, sehr weit gekommen. Hier an dem Diagramm möchte ich Ihnen eigentlich nur kurz verdeutlichen, dass wir also in der Lage sind, eine Herzkranzarterie oder eben hier die Herzklappen
aufzunehmen, ohne dass es Bewegungseffekte im Bild gibt. Das machen wir in der Regel dadurch, dass wir die Aufnahme mit der Ableitung des EKGs des Patienten synchronisieren, sodass wir also immer in der gleichen und für uns optimalen Herzphase Aufnahmen auslösen. Das ist in der MRT ein ähnliches Prinzip. Wir können also hier uns im Verlauf des EKGs einen Zeitpunkt aussuchen, wo Bilder aufgemacht werden, die dann für die Bildgebung optimal sind. Da gibt es noch viele weitere technische Faktoren, da will ich aber nicht weiter drauf eingehen. Aber was wir heute können, ist eben die Erzeugung von Bildern, wie sie hier im Beispiel aufgeführt sind, wo innerhalb von einem Atemstillstand, also mit unserem Gerät innerhalb von 4-5 Sekunden, ein ganzes Herz in einem Schichtstapel von 300 bis 400 einzelnen Schichten, die wenige Millimeter dick sind, aufgenommen werden. Und durch Einsatz von Bildnachverarbeitungssoftware kann man dann aus diesem Stapel von Einzelbildern diese Volumendarstellung erzeugen, wo wir zum Beispiel bei diesem Patienten erkennen können, dass es einen Variantenverlauf der Herzkranzarterie gibt. Hier eine große Gefäßmissbildung vorliegt bei einem Patienten mit Schmerzen, weil das auch eine Durchblutungsstörung ausgelöst hat. Wir können aber auch in das Herz hineinschauen, indem wir es eben quasi aufschneiden virtuell, und man sieht hier zum Beispiel eine kleine tumoröse Raumforderung in dem linken Herzvorhof. Also das sind alles Aufnahmen, die heute in der Routine sehr stabil, schnell und sicher erstellt werden können. Für die Beurteilung der Gefäße ist es dann besonders hilfreich, wenn wir computergestützt eben nicht nur auf ein solches dreidimensionales Bild gucken, sondern ein Gefäß, egal ob es jetzt gewunden und geschlängelt verläuft, quasi aufstrecken und als Band abbilden können, wo wir auch die Gefäßwand sehr genau beurteilen können, um eben selbst kleinere Veränderungen bei arteriosklerotischen Plaques oder Stenosen zu erfassen. Das ist Bildqualität, die wir heute in wenigen Sekunden und auch mit einer vergleichsweise geringen Strahlenexposition heutzutage weniger als beim Herzkatheter erzeugen können. Das hat dann auch dazu geführt, dass heute letztlich bei Patienten, die mit Beschwerden, die auf das Vorliegen einer koronaren Herzerkrankung hinweisen können, wie Brustschmerz, Atemnot oder Leistungsminderung, dass heute die CT eigentlich das erste diagnostische Großgeräteverfahren ist, was eingesetzt wird. Natürlich nach der klinischen Untersuchung und der Einschätzung. Das muss schon ärztlich beurteilt werden, ob es wirklich das adäquate Verfahren ist, aber in den aktuellen Behandlungsleitlinien der Europäischen Herzgesellschaft, da stammt dieses Diagramm her, ist gezeigt, dass die Computertomographie, also die koronare Angiografie, im Grunde genommen bei Patienten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass eine koronare Verengung vorliegt, Methode der ersten Wahl ist. Und erst hier, ganz am Ende, da wo wir eigentlich schon von der Klinik her sicher sind, da ist eine behandlungspflichtige Verengung, da kommt erst der Herzkatheter ins Spiel. Aber die initiale Diagnostik wird primär in der Computertomographie heute gesehen. Das zeige ich Ihnen nochmal beispielhaft hier, wenn ein Patient mit Brustschmerzen, die eben möglicherweise auf eine Angina pectoris durch eine Herzkranzarterienverengung hinweisen, sich in der Klinik vorstellt, haben wir bei einem derartigen Befund, wo wir kräftige Gefäße sehen, ohne irgendeine Verengung, natürlich kein Problem zu sagen, das ist normal. Die Schmerzen sind zwar da, aber sie sind nicht durch koronare Durchblutungsstörungen ausgelöst. Anders ist das hier bei diesem Fall. Ähnliche Beschwerdesymptomatik, und wir sehen hier eine kurze, aber hochgradige Einengung der linken Herzkranzarterie. Das ist dann ein Befund, der sehr gut mittels Herzkatheter weiter untersucht und auch behandelt wird durch eine Stentimplantation zum Beispiel. Was wir aber auch sehr häufig haben, das ist ein Befund dazwischen. Patienten, die eben aufgrund einer Beschwerdesymptomatik, aufgrund von Risikofaktoren, dann eine Computertomographie erhalten, die zeigt, dass zum Beispiel solche Verkalkungen, also arteriosklerotische Plaques vorliegen, aber die Gefäße an sich
weit genug und offen sind, dass es nicht zu einer Durchblutungsstörung kommt. Also die Beschwerden sind dann vielleicht einer anderen Ursache, aber wir entdecken die Manifestation einer Arteriosklerose. Und das hat durchaus auch noch eine wichtige Bedeutung. Da gehe ich gleich noch mal etwas ausführlicher drauf ein. Aber was ich kurz an der Stelle betonen möchte, ist, wenn die Klinik so ist, dass wir von einem akuten Herzinfarkt ausgehen müssen, ein Gefäßverschluss vorliegt, dann ist natürlich der Herzkatheter nach wie vor Methode der Wahl zur Bestätigung und auch zur Behandlung. Aber sind die Beschwerden etwas unklarer, ist Zeit für eine Abklärung vorhanden, dann ist das CT eben eine sehr elegante, schnelle und sichere Methode, die Koronararterien darzustellen, das Herz an sich darzustellen und die Gefäße und ihren Zustand zu beurteilen. Das ist hier an diesem Beispiel noch einmal zu verdeutlichen. Bei einem Patienten mit eben wieder nicht so ganz eindeutigen Beschwerden haben wir eine Computertomographie durchgeführt, um eine koronare Erkrankung auszuschließen. Es gab eine ganze Reihe von typischen Risikofaktoren, auch in der Familie. Und wir sehen dann Veränderungen an den Gefäßen, die jetzt zwar nicht zu einer massiven Durchblutungsstörung führen, die aber trotzdem zeigen, dass hier eine ausgeprägte Arteriosklerose besteht, sodass im Grunde genommen mit diesen Veränderungen der Patient ein relativ stark erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt in der Zukunft hat. Dazu müssen wir einmal kurz auf die Arteriosklerose-Entwicklung eingehen. Bei einer Arteriosklerose haben wir eine relativ langsame Entwicklung von einer Wandverdickung, einer arteriosklerotischen Plaque, wo zunächst man gar nichts davon spürt, weil die Durchblutung dadurch nicht beeinträchtigt wird. Erst in dem Augenblick, wo das Gefäß so weit verengt ist, dass nicht mehr genügend Blut durchfließt, bekommt man die typischen Beschwerden wie eben Brustschmerz unter Belastung. Wir wissen aber auch, dass ungefähr 50% aller Patienten, die einen Herzinfarkt akut erleiden, vorher überhaupt keine Beschwerden hatten. Das liegt daran, dass eigentlich die früheren Entwicklungen dieser Plaques ein Risiko darstellen, einzureißen, wie das hier in diesem Diagramm gezeigt ist. Und dann kommt es zu einer akuten Thrombose eines Gefäßverschlusses mit einer akuten Durchblutungsstörung und dem Ausbildung eines Herzinfarktes. Das heißt also, dass wir auch bei eben frühen Veränderungen einer Arteriosklerose, die klinisch noch gar nicht gespürt werden, durch das CT auf Probleme hingewiesen werden können. Das ist so ein bisschen wie die Darstellung der Spitze des Eisbergs. Wenn wir arteriosklerotische Plaques haben, da ist häufig auch ein wenig Kalk mit im Spiel. Und das lässt sich in der Computertomographie sehr, sehr gut auch bei geringen Mengen nachweisen. Und wir können sogar die Verkalkungen quantifizieren, also messen, wie viel Kalk ist da jetzt genau im Gefäßsystem vorhanden. Das lässt sich dann auswerten und in Beziehung setzen zu Altersmittelwerten. Und wir haben damit eben die Möglichkeit, relativ einfach zu schauen, besteht eine Arteriosklerose. Und das wissen wir mittlerweile auch aus groß angelegten Studien und Daten, dass wir letztlich schon in einem Stadium, wo eine Arteriosklerose noch keine klinischen Symptome macht, diese Veränderungen sehen können. Wir können sie messen und die Kalklast, die wir dann messen, die korreliert letztendlich mit einem zukünftigen Herzinfarktrisiko. Und wir wissen mittlerweile auch, dass die typischen klinischen Risikofaktoren, die ja immer untersucht werden, wie Hochdruck, Zuckerkrankheit, Übergewicht, Rauchen, letztlich in ihrer Gesamtheit nicht so gut als Vorhersagefaktor funktionieren wie die Messung dieser Verkalkungslast. Also das ist letztlich auch ein Parameter, der nochmal für den Kardiologen oder für den Internisten sehr wichtig ist in der Entscheidung, wie aggressiv wird eben möglicherweise auch prophylaktisch schon behandelt. Was kann die Computertomographie noch? Hier ist ein Beispiel von einem Patienten, der
wegen einer koronaren Herzerkrankung eine Bypass-Operation bekommen hat, um eine Stenose zu behandeln. Er war dann beschwerdefrei. 4 Jahre später treten wieder die alten Beschwerden auf. Man sieht hier die komplexen postoperativen Veränderungen. Das ist dieses Bypassgefäß. Hier ist noch ein weiterer Bypass zu erkennen, die dann eben auf die eigentlichen Arterien aufgenäht werden. Und man sieht hier und in dem Bild noch etwas deutlicher, dass da so eine Stufe, ein Kalibersprung abgebildet ist, sodass eben aus dem CT zwar klar ist, der Bypass selber ist offen, der funktioniert auch noch, aber das Empfängergefäß, das hat eine hochgradige Verengung. Das sieht man hier dann nochmal in der Katheteruntersuchung. Da kann man dann relativ schnell und sicher diese Verengung sondieren und eben durch einen Stent wieder aufweiten und dieses Problem auf die Art und Weise behandeln. Man muss aber schon vorsichtig sein bei der Auswahl der Computertomographie, gerade bei Patienten, die schon eine bekannte und behandelte koronare Herzerkrankung haben, weil häufig wird ja ein Stent eingesetzt und nicht jeder Stent eignet sich dann für eine computertomografische Beurteilung. Das sieht man vielleicht ganz gut an diesem Beispiel, also hier. Da kann man in den Stent ganz gut reinschauen und sicher sein, da ist kein Problem, das ist offen, das ist hier bei einem anders aufgebauten Stent mit mehr Metall schon schwierig, noch eine vernünftige Diagnose zu stellen. Und es gibt eben ganz viele unterschiedliche Stents, die sehr, sehr unterschiedlich in der Bildgebung sein können. Also das muss individuell entschieden werden mit Abstimmung zwischen Kardiologe und auch Radiologe, was da jetzt ein sinnvolles Untersuchungsverfahren ist. Was ich Ihnen versucht habe zu zeigen, ist, dass wir mit dem CT in den gerade letzten 20 Jahren eine sehr erfolgreiche Geschichte geschrieben haben. Von frühen Versuchen um die Jahrtausendwende haben wir jetzt eine Methode, die im Grunde genommen in der Klinik robust und flächendeckend eingesetzt werden kann und die auch in den Leitlinien empfohlen ist als eine der Methoden der ersten Wahl. Es gibt sehr viele Studien, die das alles unterstützen. Man muss allerdings sagen, es braucht dazu schon eine hochwertige Technik. Nicht jeder Scanner ist dafür geeignet. Das sind schon die moderneren und größeren Geräte, die wir da brauchen. Nun wenden wir uns noch kurz der quasi Schwestermethode zu, der Magnetresonanztomographie. Mit dem Verfahren können wir auch sehr gut das Herz anatomisch darstellen. Wir sind auch in der Lage, Herzbewegungen aufzunehmen und die Funktion, die Kontraktion des Muskels abzubilden. Und dann auch noch, das MRT hat ja eine sehr gute Weichteilauflösung, die Muskulatur sehr exakt zu beurteilen, wenn es darum geht, Vernarbungen wie nach einem Infarkt zu zeigen oder Entzündungen nachzuweisen. Dann ist auch mittels MR-Tomographie die Durchblutung der Muskulatur gut zu messen. Auf den Aspekt werde ich jetzt heute aus Zeitgründen nicht mehr detaillierter eingehen. Was ich Ihnen aber hier anhand dieses Beispiels zeigen will, ist, dass wir in der MRT unterschiedliche Erkrankungen mit ganz unterschiedlichen, aber wiederum typischen Mustern diagnostizieren können. Das ist insbesondere gut, wenn wir Kontrastmittel geben und dann sehen, wie sich Kontrastmittel in bestimmten Herzarealen anreichert oder eben auch nicht. Normalerweise ist in dieser speziellen Technik die Muskulatur ganz homogen schwarz abgebildet. Hier, dieses Beispiel, ist eine ausgeprägte Narbe nach einem durchgemachten Herzinfarkt. Hier ist nur noch Narbengewebe, keine lebende Herzmuskelzelle mehr übrig. Andererseits haben wir hier einen Patienten, der nur einen Teilinfarkt hat, also eine ganz schmale Zone der Muskelfasern ist zerstört, aber es ist noch relativ viel vitales, lebendes Myokard vorhanden. Ein Bild, was recht ähnlich aussieht, ist hier. Auch da haben wir so fleckige Kontrastanreicherungen, die liegen aber an einer ganz anderen Stelle im Herzmuskel und das ist ein typisches Bild für eine Herzmuskelentzündung. So gibt es also eine ganze Reihe Erkrankungen, die unterschiedliche Muster, insbesondere nach Kontrastmitteluntersuchungen, aufweisen. Und die helfen uns dann eben auch, zum einen Diagnosen zu stellen, zum anderen auch Behandlungsentscheidungen zu steuern. Wie hier in diesem Beispiel. Das ist eine Patientin, die eine bekannte
koronare Herzerkrankung hat. Die ist auch schon wegen einer hochgradigen Verengung mit einem Stent versorgt worden. Und 2 Jahre nach der Behandlung ist es dann zu einer akuten Thrombose des Stents mit Verschluss gekommen. Und das hat dann zu einem ausgeprägten Infarkt geführt. Jetzt ist die Frage, kann man in dieser Situation, wo der Stent versagt hat, mit einer Bypass-Operation dem Herzen noch etwas Gutes tun oder Muskulatur retten? Und das ist natürlich schon eine Abwägung. Wir wissen, da ist ein Infarkt aufgetreten. Die Operation hat natürlich auch ihre Risiken mit der Öffnung des Brustkorbs. Und wenn man sich dann diese MR-Bilder anschaut, kann man recht gut sehen, dass die Muskulatur hier über der vorderen Wand des Herzmuskels stark ausgedünnt ist. Das kann sein, weil sie eben nicht benutzt und geschont wird. Das kann aber auch sein, wie das in diesem Fall war, dass eben die Muskulatur komplett untergegangen ist und wir nur noch eine Narbenplatte hier sehen. Das bedeutet, überall da, wo wir das helle Signal haben, ist keine lebende Muskelmasse mehr vorhanden. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wenn man jetzt einen Bypass operiert, versorgt man eben keine Muskulatur, der wäre für die Behandlung letztlich nicht hilfreich, sodass man auch dieses Risiko nicht eingehen muss. Also es gibt da sehr viele Informationen, die wir aus der MR-Tomographie ziehen können. Ein weiteres Beispiel ist hier ein relativ junger Patient, der allerdings schon früh an einem Tumor erkrankt ist und deswegen eine Chemotherapie bekommt. Jetzt klagt er über einen Leistungsabfall mit Luftnot. Das kann durchaus eine Nebenwirkung der Immuntherapie sein. Auf der anderen Seite fällt dann in der Ultraschalluntersuchung des Herzens auf, dass die Funktion nicht mehr normal ist. Da war dann auch das MRT wieder gefragt, letztlich den muskulären Befund und die Funktion des Herzens noch einmal zu untersuchen. Und Sie sehen jetzt hier ein bekanntes Muster. Wir haben eine Ausdünnung der Muskulatur mit Kontrastanreicherung. All dieses helle Weiße ist eben nach Kontrastmitteluntersuchung dann eine ausgeprägte Vernarbung in der Vorderwand. Auch dieser Patient hat, und das ist von dem Bild her eindeutig, auch wenn es keine typische Klinik dafür gegeben hat, einen Herzinfarkt durchgemacht. Und das ist der Grund für die Beschwerden. Also kann man damit schon sehr, sehr detailliert und auch sehr klar sagen, was klinisch vorliegt. Auch in diesem Fall, das sind jetzt eine ganze Reihe Bilder, die zeigen, dass wir bei der MRT unterschiedlichste Parameter haben, Gewebeveränderungen, die wir quantifizieren können, Kontrastmittelverhalten, Funktionsdarstellungen, die wir machen können, die eben helfen, eine Diagnose zu stellen. Das war auch ein Patient, der unter Chemotherapie nach einer Stammzelltransplantation letztlich Fieber entwickelt hat, Laborauffälligkeiten hatte und auch im EKG sind Befundänderungen aufgetreten zu früheren Untersuchungen. Und auch da war im Ultraschall ein erstmal unklarer Befund mit einer Schwellung, Vergrößerung des Herzens, Verdickung der Muskulatur aufgefallen. Und wenn wir uns das im MRT angucken, ohne dass ich jetzt hier auf die Details eingehen will, sieht man in diesem Muster eines verdickten linken Herzmuskels mit diesen fleckigen Veränderungen nach Kontrastmittelgabe. Und das ist so eine Untersuchung, wo wir bestimmte Gewebeparameter, also T1-Relaxationszeiten messen können, sieht man ein klassisches Muster für das Vorliegen einer Amyloidose. Da werden dann bestimmte Substanzen in die Muskulatur eingelagert, die bei dieser Erkrankung, die der Patient hat, vorkommen können. Also auch das relativ klar aus der Bildgebung abzuleiten, ohne Biopsie, ohne weitere Verfahren, was die Grunderkrankung ist. Und noch ein weiteres Beispiel ist hier gezeigt, eine Patientin, die letztlich aus ganz normaler Gesundheit plötzlich Atemnot verspürt, wenn sie sich körperlich belastet. Und es gibt im EKG Auffälligkeiten in der Form dieser Ableitung. Und zunächst wurde daran gedacht, das könnte eben eine Koronarherzkrankheit und eine Durchblutungsstörung sein. Der Herzkatheter zeigt aber, dass die Gefäße völlig unauffällig sind. Und im Ultraschall war auch die muskuläre Kontraktion, die Funktion des Ventrikels völlig in Ordnung.
Auch da hat man dann letztlich gesagt, wir schauen uns das mittels MRT nochmal genau an. Und auch hier haben wir gesehen, dass die Funktion des Ventrikels in Ordnung ist. Aber es fällt auf, dass die Muskulatur hier in bestimmten Abschnitten deutlich dicker ist als in anderen Anteilen. Das sieht man hier, das sieht man auch in dieser anderen Ebene nochmal mit dieser Auftreibung des Muskels. Und nach Kontrastmittel entstehen dann hier diese Flecken, die vielleicht erinnern an diese entzündlichen Veränderungen, aber in dem Fall mit der verdickten Muskulatur und der Anordnung kann man auch wiederum sehr sicher sagen, hier handelt es sich um eine hypertrophe Kardiomyopathie. Das ist eigentlich eine genetische Erkrankung, die eben zu diesen Muskelverdickungen mit Vernarbungen in der Muskulatur führt und das erklärt diese Leistungsminderung. Also auch da wieder ein eindeutiges Muster mit einer klaren Diagnose. Und das, wo in der letzten Zeit die Magnetresonanztomographie auch noch einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert bekommen hat, das ist die Diagnostik von Entzündungen des Herzmuskels. Hier haben wir mal ein Beispiel von einem jungen Mann, also sicherlich jemand, wo man jetzt nicht in erster Linie an Tumorerkrankungen oder an eine koronare Atherosklerose denkt, der aber Brustschmerzen hat, ja, wie sie eben auch bei einem Herzinfarkt auftreten können, der auch die Herzenzyme im Labor verändert hat, ähnlich wie das bei einem Herzinfarkt der Fall ist. Die Funktion des Ventrikels war aber noch normal. Und in der MR-Untersuchung sehen wir dann hier dieses fleckige Muster nach Kontrastmittelgabe in der Muskulatur und auch in dieser Mapping-Technik dargestellt, haben wir charakteristische Gewebeveränderungen, die zeigen, hier liegt eine Herzmuskelentzündung vor. Ja, das ist auch etwas, wo wir ansonsten mit Ultraschall oder mit Katheteruntersuchung und Labor alleine nicht zu einer eindeutigen Diagnose kommen. Da ist das Bild dann aber eindeutig und wir wissen anschließend, wie die Behandlung am besten auszusehen hat. Also auch bei der MR-Tomographie, muss man sagen, hat sich in den letzten Jahren da eine sehr, sehr erfolgreiche Modalität entwickelt, die letztlich heutzutage als quasi Goldstandard gilt, wenn es um die Funktionsbewertung des Herzens geht, wo wir sehr, sehr gut die Herzmuskulatur untersuchen und charakterisieren können. Also die Frage, gibt es Vernarbungen, gibt es eben irgendwelche entzündlichen Veränderungen? Und damit wird die MRT heute auch sehr breit in der Herzmedizin eingesetzt. Jetzt kommen wir wieder zu der eingangs gestellten Frage, wann CT und wann MRT? Ich hoffe, das ist klar geworden. Wenn wir vermuten, es könnte eine koronare Durchblutungsstörung da sein, eine KHK, eine koronare Herzerkrankung, als Ursache zum Beispiel für neu aufgetretene Beschwerden, Brustschmerzen, dann ist das CT sicherlich eine schnelle und elegante Methode, die Frage zu klären und insbesondere dann eben auch Veränderungen auszuschließen oder frühe Atherosklerose-Manifestationen zu entdecken. Wenn die Fragen etwas detaillierter oder komplexer werden, also wie ausgeprägt ist eine muskuläre Durchblutungsstörung, wie sieht eine Einschränkung der Herzfunktion aus, wie groß ist ein stattgehabter Infarkt? Macht eine Bypass-Operation oder eben auch eine komplexe Katheter-Revaskularisation Sinn? Dann, wie auch bei der Herzmuskelentzündung oder diesen relativ seltenen Speicherkrankheiten, dann ist das MRT-Methode der Wahl. Und da ist es dann auch besser eingesetzt als die Computertomographie. Damit bin ich dann auch am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wo MRT und CT heutzutage in der, ich sage einmal, modernen Herzmedizin eingesetzt werden, wo die Stärken sind und dass wir eben zahlreiche Fragestellungen haben, die wir mit diesen Schnittbildverfahren beantworten können, wo es eben in einigen Fällen auch gar keinen Herzkatheter mehr benötigt. Damit würde ich jetzt für Fragen, die Sie vielleicht haben, noch zur Verfügung stehen. Ich sehe hier gerade mal in den Chat-Nachrichten nach. Da ist bislang keine Nachfrage.
Von daher gehe ich davon aus, dass das alles relativ klar und verständlich war. Das würde mich freuen. Und wenn jetzt nicht noch die ein oder andere dringende Frage kommt, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, als Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend zu wünschen und hoffentlich noch ein paar mehr Frühlingstage, so wie wir sie jetzt in den letzten paar Tagen hatten. Jetzt kommt noch eine Frage. Ah ja, das ist gut. Wer trägt die Kosten, CT oder MRT? Also das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage. Bei der Herz-CT ist es für die Koronararteriendiagnostik im Augenblick so, dass das keine spezielle Leistung ist. Das wird abgerechnet oder kann nur abgerechnet werden wie eine Thorax-CT. Das würde die Krankenkasse durchaus übernehmen. Bei der MRT ist es eigentlich schon etwas besser etabliert als bei der koronaren CT. Im stationären Umfeld, hier in der Krankenhausmedizin, ist es gar keine Frage. Das gehört zur normalen Versorgung. Und die privaten Krankenkassen bezahlen eigentlich beide Untersuchungsverfahren mittlerweile. Bei Schrittmacherpatienten geht die MRT heutzutage, das ist eine andere Frage, durchaus. Wir haben mittlerweile, gerade weil die MRT ja viel häufiger eingesetzt wird als Bildgebungsverfahren, jetzt nicht nur in der Herzmedizin, sondern eben auch bei Gelenkuntersuchungen, Wirbelsäulenuntersuchungen und so weiter, immer mehr Patienten, die Schrittmacherträger sind, die aber ein MR benötigen. Darauf hat die Industrie reagiert und die modernen Schrittmacher, die heutzutage implantiert werden, die sind zum größten Teil MR-tauglich, also MR-kompatibel, und wir können die Untersuchung auch mit Schrittmacher machen. Selbst Herzuntersuchungen sind in vielen Fällen möglich bei Patienten, die einen Schrittmacher tragen. Das hängt immer so ein bisschen von dem Modell ab. Das heißt, wir machen immer eine Voruntersuchung hier in unserer Herzschrittmacherambulanz, sodass die Kollegen aus der Kardiologie gucken, was ist das für ein Schrittmachermodell? Ist das tauglich? Und wenn das ein geeignetes Gerät ist, kann eine MRT heutzutage problemlos durchgeführt werden. So, es gibt jetzt keine weiteren Fragen. Dann schließe ich an das eben Gesagte an und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.